Also für mich ist Corona die größte Chance überhaupt, die wir vermutlich in unserer Geschichte gehabt haben. Weil wenn man jetzt in die Normalität wieder zurückkehrt und genau jene Dinge in der größten Perfektion wieder weitermachen, die wir vorher schon falsch gemacht haben, ich denke, dann können wir maximal von einer Zwischenzeit, von einer Krise zu einer nur viel größeren Krise reden. Und meiner Meinung nach ist die Bereitschaft da extrem groß von sehr, sehr vielen Leuten, die Dinge völlig neu zu denken. Ich habe in der Corona-Zeit ganz klar gesehen, wie hoch die Bereitschaft ist nach einer neuen Sinnhaftigkeit und wie hoch auch die Bereitschaft ist, die Dinge völlig neu zu denken, ob das jetzt in einem wirtschaftlichen Bereich ist oder ob das gesellschaftliche Themen sind. Die Bereitschaft war noch nie höher wie jetzt und ich glaube, das Momentum, was uns Corona gegeben hat, das darf man auf keinen Fall versäumen, dass wir das jetzt da fortsetzen. Also für mich war Corona ein absoluter Beschleuniger in dem, was für mich wirklich künftig sinnvoll ist. Ob das jetzt eine Änderung im Konsumverhalten ist, ob das jetzt mehr Achtsamkeit ist in Bezug auf die Familie, in Bezug auf die Gesellschaft, im Umgang miteinander. Und es hat für mich auch ganz klar gezeigt, dass man nicht mehr zurück sollten in diese viel zitierte Normalität, wo man gesehen hat, wie anfällig uns eine Wirtschaft macht, die rein nur mehr auf Profit abzielt. Wenn es in unserer Gesellschaft nur mehr um einen Preis geht, um den günstigsten Preis, dann hat man jetzt, glaube ich, mehr als wir deutlich gesehen, wo uns das hinführt. In eine absolute Abhängigkeit von Lieferketten, von anderen Erdteilen, die wir nicht haben wollen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Momentum, das wir in der Corona-Zeit, glaube ich, alle gespürt haben, wo man jeder für sich ein bisschen auf eine andere Art und Weise erkannt hat, um das, was es wirklich im Leben geht, wo man wirklich den Fokus hinlegen soll, was uns wirklich Befriedigung und Sinn verschafft, dass wir das mitnehmen, dass das jetzt nicht wieder verloren geht, sondern dass wir uns das mitnehmen und dass wir an dem arbeiten. Mittlerweile ist es keine Glaubensfrage mehr für mich, ob ich mit der Movement 21 was bewirken kann, weil die letzten Monate haben gezeigt, was aus dieser Community, aus dieser Gemeinschaft entstehen kann. Es sind so viele neue Ideen gekommen, so viele Anregungen und so viele konkrete Projekte, die wir schon umgesetzt haben. Schaut euch das einmal an, schnuppert es einmal rein, meldet euch an und lest euch die Beiträge durch, meldet euch für den Newsletter an und werdet Teil dieser Community und bringt euch ein, bleibt in Bewegung.